Zack. Zwar können wir nämlich auch die Bomben hier so hinbringen, oder? Ah, nee. Ah, okay, ich dachte, ich kann das doch so stylisch machen. Gut, dann wachs mal nach. Und zwar können wir auch die Bombe zu uns so tragen und dann hier werfen und boom. Na stimmt, das könnte auch der Schlüssel sein. Oder es könnte auch ein neuer Stempel sein. Keine Ahnung, wo die ganzen Stempel halt versteckt sind. Also ist es Schlüssel oder Stempel? Schlüssel. Cool. Aber hier geht's ja noch weiter. Ach, da ist ein Affe noch. Juhu. Heißt das, es gibt jetzt neue Verstecke in diesem Spiel? Wo jetzt halt die versteckt sind, die... Ah, verdammt. Ich brauche nochmal so eine Bombe. Um hier die Bombe zu bekommen und dann einfach da hochwerfen. Ah, okay. Ich muss das timen. Bin ich so der große Fan von Timing. Ah, come on. Ah, ist doch cool, dass die Bomben so lange brauchen, aber es sind natürlich dann auch entsprechend Zeit weg. Na, zu spät. Alter, kann ich halt da nicht hochklettern, sonst bräuchten wir sowieso gar nicht diese Bombenkäfer. Was denn? Ich hab doch das richtig geschmissen, Mann. Ah, nervtötend. Wie muss ich denn das schmeißen? Ja, okay. Lol, ich greife den Goblin noch und der denkt sich, was willst du? Ach komm, manchmal kann ich es anvisieren, wie bei dem Stein, aber manchmal halt nicht, ist klar. So. Hier geht mich mal nicht auf den Sack. Lol, wie der Krug damit kommt. Ach komm, jetzt krepierst du erstmal. Du kommst jetzt runter und dann stirbst du. Oben muss doch auch noch eine Pflanze sein, genau. Hab. Aua! Fuck! Nein! Du blöder Bastard! Warum wollte ich dich nicht eigentlich mit dem Bumerang, oder? Mann, ich wollte dich cool auskontern, aber nein. Halt deine Klappe, Affe, ich komme gleich. Link, dein Held, ist schon zur Stelle. So. Jetzt wieder das gleiche Spielchen nochmal. Mit dem Stein. Just kidding. Komm jetzt her. Wir machen mal das halt so. Willst du es halt einfach ständig auf die coole Art machen, weil Nintendo sagt sich, nö, mach das mal voll lame. Man sich auch denn manchmal so ein bisschen verarscht. So, ein Äffchen fehlt uns noch. Juhu. Dann haben wir die ganzen Affen fertig. Wie sieht's mit dem Truhen aus? Da ist noch ein Affe. Was? Ich habe eine Truhe am Anfang verpasst? Okay, da gehe ich dann nach dem Dungeon nochmal hin. Lass mal uns fallen. Warum spielt hier keine Musik? Das klingt total langweilig, wenn hier keine Musik spielt. Auch wenn ich den Track dieses Dungeons nicht so cool finde. Wenn ich den Wald-Dungeon in Ocarina of Time den Track richtig episch, das gehört sowieso zu einer der besten Tracks ever in Sachen Waldtempel und das sehe ich auch so und den hier finde ich nicht so toll. Ich denke mal, wir werden hier nochmal zu dem Dungeon gehen und dann werde ich die
Truhe nachträglich holen. Das werde ich euch dann wahrscheinlich dann reinschneiden. Aber jetzt wollen wir hier erstmal weiter. Und diesen Dungeon jetzt endgültig mal beenden. Gehen wir durch diesen letzten Raum. Hier befindet sich noch eine Truhe. Oh, nicht ihr schon wieder. Dann muss ich es jetzt einzeln machen, ne? Wenigstens kann man sie sehr schnell entdecken. Weil sie halt oben aufgucken. Deswegen sind sie auch nicht so schwer. So, da oben müsste die Kiste sein. Wird nämlich hier angezeigt, dass sie hier ist. Ja, da oben ist sie. Ist wieder so eine große Kiste. Ich frage mal, was drin ist. Wie gesagt, ich habe ja jetzt alle Herzteile. Boski habe ich. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Die Kamera war jetzt auch gerade sehr cool. Aber wenigstens war es nur eine Spinne. Oh, cool, ein Herz. Und stirb. Du stirbst auch. Ist da noch ein... Irgendwie kann ich mir... Okay, das macht... Ich dachte, da ist noch eine Spinne. Naja, jetzt geht wieder dieses ganz schnelle Geklettere weiter. Oh, in The Legend of Zelda Skyward Sword ist dazu viel besser, wenn du da so chillen kannst und dann bist du sofort oben. So, den Affen befreien wir mal ganz schnell. Und damit haben wir endlich den letzten Affen befreit. Stimmt, ich habe auch rotes Elixier. Oh, sowas wollte ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich nur den da rausholen. Und dann ihn umbringen. Darüber springen müssen wir. Wir können zwar auch da unten hinlaufen, aber... Ah, halt die fest. Danke, halt die fest. Was ist hier drin? Stempel oder... Ja, tatsächlich, der zweite Stempel. Es ist das N. Cool. Stimmt, es sind ja 25. Das heißt, ich bekomme hier das ganze hylianischen Zeichen. Cool, man kann hylianisch in dem Spiel lernen. Ja, nice. Das ist ein neues Feature. Durch die ganzen Stempel. Finde ich sehr episch. Hat Style. So, die Frage ist... Moment, ich muss mal kurz was nachgucken. Nee. Gut, dann könnte es wahrscheinlich da drin sein. Es gibt nämlich noch etwas, was ich brauche. Das ist zwar optional, aber trotzdem würde ich es gerne mitnehmen. So, jetzt haben wir nämlich alle Äffchen befreit und wir kommen weiter. Denn sie bilden eine gigantische, mega riesen Affenkette. Und das Lustige ist, dass ich hier sehr oft runtergefallen bin. In meinem privaten Durchspielen. Das weiß ich noch. Weil die Affenkette so ganz komisch hin und her wippt. Da, seht ihr das? Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Das muss man nämlich so perfekt abtimen. So, pass auf. Ja, ich hab's im First Try hinbekommen. Oh, bin ich geil. Warum sollte ich da oben hochklettern? Warum? Okay. Whatever. So. Ich muss jetzt mal nämlich den Trank trinken. Und. Gut. Wo ist sie? Nein, Herz. Dann hier irgendwo. Hä? Da! Ah! Ich hab sie! Ja. Du hast deine vier Halten. Sie gibt dir Herzen, wenn du es nötig hast. Lege sie auf Y. Sie stellt 8 Herzen wieder auf. Ja, das ist nämlich extrem geil und vor allen Dingen ein ganz wichtiges Item in The Legend of Zelda. Dieses Item bewirkt halt einfach, wenn du irgendwann im Dungeon krepierst, also irgendwann dein Herzen auf 0 sind, dann kommt diese Fee und sie heilt dich. Halt 8 Herzen.
In The Legend of Zelda Ocarina of Time sind diese Feen sogar noch OP'er, da heilen sie nämlich alle Herzen. Das ist zu der Overpower. Diese Feen hier sind sie wenigstens ein bisschen abgeschwächt auf 8 Herzen, so dass die Tränke hier wenigstens nicht komplett unnötig sind. Aber okay, jetzt kommen wir zum allerersten Endboss. Finde ich schade, dass ich leider kein Herzteil mehr zusammenbekommen habe, also kein Herzcontainer. So muss ich mit 3 Herzen hier auskommen. Das wird nicht so einfach. Hier sehen wir wieder Bomben. Ich fand nämlich den ersten Boss sogar ziemlich kompliziert vom Aufbau her. Die anderen Bosse gingen noch. Ist gut, es gab noch einen Boss, den ich extrem nervig fand. Aber den hier fand ich schon auch sehr nervig. Nachtparasit, Planet Fenia. So. Wie war der Boss nochmal? Muss ich einfach. Aua! Ah, verdammt! So, Moment, ich muss mal gucken, wie der Boss nochmal funktioniert. Ja. Reicht das, wenn ich die direkt anvisiere? Ich muss nämlich die mit dem Bomben anvisieren. Ja, ich muss die einfach direkt anvisieren. Dann kassiert, ja. Das ist nämlich nur die Vorstufe dieses Bosses. Hallo? Es hat jetzt gerade gefühlt 10.000 Jahre gedauert, bis es anvisiert. Das ist nämlich nur eine kleine Mini-Form. Jetzt kommt nämlich erst die Hauptform. Also nicht, dass ihr denkt, oh, das war's, das ist ja total lame. Nee, nee. Jetzt kommt nämlich erst der Hauptboss zum Vorschein. Da ist er nämlich. Ja. Und dieses Äuglein da, das müssen wir töten. Jetzt muss ich erstmal die Bomben suchen. Aber. Wo sind die ganzen Bomben? Ach, ja. Genau. Jetzt kommt nämlich das hier. Der Affe. Den wir vorhin gerettet haben. Der hilft uns jetzt. Bedingt, weil er wirft uns jetzt nämlich Bomben zu. Und die müssen wir natürlich so perfekt timen. Ja. Nein. Ja, super, so wollte ich das nicht. Das ist ein bisschen nervig. Nein. Ja. Könntest du mir deine Bombe geben? Danke. Ich glaube, ich muss ihn da. Genau, jetzt frisst er nämlich die Bombe. Eigentlich muss ich ihn damit anwerfen. Und dann stirbt das. Jetzt brauche ich wieder so eine verdammte Bombe. Ah, ja. Jetzt gib mir die Kackbombe. Danke. Komm du her. Na, kommst du? Na! Ah! Oh, dieser Kackgegner. Leider. Nein. Ah, so wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich diesen. Also da. Genau, aber trotzdem hat er die Bomben gefressen. Genau. Jetzt müssen wir das gleiche aber auch mit ihm machen. So, jetzt so. Bombe nehmen und auf ihn draufschmeißen. Hat er die Bombe jetzt gefressen? Irgendwie nicht. Ah, Mann. Ich wollte jetzt nicht den Gegner anvisieren, sondern so und jetzt so. Irgendwie greift er mich nicht an. Ist der dumm? Ist der Gegner dumm? Greif mich an. Was machst du denn? Mann. Warum greift er mich nicht an? Mann. Warum greift mich dieser Kackgegner da nicht an? Ah, Mann, ich hasse es. Wie war dieser? Wie gesagt, ich hasse diesen Gegner, ne? Wie war denn das nochmal? Alter, ich hasse diesen Boss, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Wie
diese hier eine an, wie ihr seht. Hä? Jetzt hat's getroffen. Warum auch immer hat's jetzt getroffen. Ich hab die ganze Zeit ihn doch getroffen mit dieser Scheißbombe. Nochmal, warum hat das jetzt funktioniert? Unfair. Ah, jetzt schmeißt er wieder seine Kacksäure. Ja, komm! Ich konnte mich gar nicht davon ausweichen, weil Link diese Kacke genommen hat. So, kommt dieser Kackaffe jetzt wieder mal. Ja. Ah, was? Wen habe ich jetzt an... Ja, wieso habe ich jetzt das wie angevisiert? Ich muss nämlich ihn erst besiegen. Obwohl, nö, ich muss nicht seine Kumpanen besiegen, okay. Okay, ich kann einfach auch nur den Hauptboss angreifen. Okay, jetzt war's. Oh, da komm, ey, ganz ehrlich, das war am Anfang total lächerlich. Ich meine, ich habe versucht, den Hauptboss anzugreifen, aber es ging irgendwie nicht. Es hat die ganze Zeit nicht getroffen. Dann dachte ich, hey, wie sollst du das jetzt schaffen? Musst du jetzt ihn irgendwie angreifen lassen? Aber nö. Meine Güte, war das jetzt strange. Und wir erhalten unseren ersten Herzcontainer. Sollten wir einen Endboss besiegen, dann bekommen wir übrigens immer einen Herzcontainer. Das Böse verwandelt sich in das da. Gut gemacht. Eigentlich warst du total scheiße. Ja, was konnte ich denn dafür, wenn das Scheißding nicht funktioniert hat? Ihr habt doch gesehen, dass ich die ganze Zeit das Vieh mit der Bombe getroffen habe. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl Macht, dunkle Macht. Genau, denn der Lichtgeist, nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten. Ob das wirklich so einfach ist und das hier wirklich reicht. Insgesamt gibt es 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn wir die restlichen 2, wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was wir mit diesem Schattenkristall eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Verschwenden wir also keine Zeit. Es gibt noch 2. Gehen wir sie suchen. Nein, nicht wirklich. Aber vorher nichts wie raus hier und nimm den Herzcontainer vorher mit. Ja. Herzcontainer halten! Die Zahl deiner Herzen steigt auf 1. Außerdem wird die Gesundheit wiederhergestellt. Jetzt haben wir 4 Herzen. Ja, ich möchte hier raus. Tut mir leid, ich wollte ja nur nachfragen. Chill, Mitter, chill. Wohin werde ich denn eigentlich teleportiert? Speichern, ja. Muss ja den ganzen Quatsch nochmal dahin laufen. Am Arsch der Welt. Flui, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet von Lichtgeist Eldin. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird von den Schatten regiert. Sei bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttern auserwählter Held, verlasse den Wald und gehe in Richtung Osten zum Lichtgeist Eldin. Ja, du kannst es mir auch noch 10.000 Mal sagen. Sagst du mir auch nochmal? Toll! Was? Das wird wohl die Suche erleichtern.
Und der andere Lichtgeil wird du natürlich auch retten. Oder mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder in einen Wolf verwandelt wirst. Also finden wir als erstes mal den Eingang zu den Schatten. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Hehehe, man sieht sich. Ich bedanke mich auch bei eurer Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt nochmal zum Dungeon hüpfen, um mir diese Kiste zu holen. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich halt, wie gesagt, nochmal beim Dungeon bin und die Kiste hole. Also ciao.